Jo, moin, liebe Leute, hier ist euer Benny und bevor jetzt alle Moralaposteln ihre Tastatur zerrapen aufgrund des Titels dieses Videos, keep calm, please, denn ich werde es euch erklären. Das heißt nicht calm, sondern calm. Aber wo habe ich eigentlich meine Manieren gelassen? Intro bitte. Weltheim-TV! Diese Woche endlich wieder mit einer neuen Folge Fuck You und bei Fuck You bekommt ihr einen Einblick in die berühmtesten Beleidigungen unserer Zeit. Bitch. Nein, Bitch hatten wir ja schon. Heute geht es um Ficken. Ficken. Das Wort Ficken sollte eigentlich jedem heutzutage geläufig sein als vulgäre Form von Koitieren. Wer jetzt wieder nicht weiß, was Koitieren heißt, der sollte einfach mal RTL anschalten, denn da bekommt man ein blendendes Beispiel für Menschen, deren Eltern am besten nicht den Koitus vollzogen hätten. Aber zurück zum Wort Ficken, denn seit dem 16. Jahrhundert ist das Wort Ficken bekannt für... Davor gab es so Wörter wie Facken oder Fucken oder mein absoluter Liebling Fickfacken. Das ist so scheiße. Fickfacken. Das ist schon wieder das neue Album von DJ Bobo oder irgend so. Hey, let's go, everybody on the floor, DJ Bobo in the house. Fickfacken war der Begriff für sich selber hin und her bewegen oder Gegenstände hin und her bewegen. Fick, fuck, fick, fuck. Zum Beispiel Leute, die einen sehr laufenden 7-Job hatten, wie Postboten, Dienstleister oder irgendwelche Kellner oder sowas, die waren halt den ganzen Tag nur am Fickfacken. Das Wort Ficken, Facken oder Fucken oder Fickfacken in all seiner Variation beschrieb aber auch einen Juckreiz oder eine Reibung. Heute fickt mein Arm den ganzen Tag schon. Fuck dich doch nicht so ab, da musst du ein bisschen Salbe drüber fickfacken, dann wird das schon wieder. Und im frühen 19. Jahrhundert, da war es auch gang und gäbe, dass die Mutter das Fickeisen verlangt hat. Walter, aber wo ist das Fickeisen schon wieder? Ich hab mir gesagt, wenn du dir einen Käse Sandwich machen willst, sollst du es wieder zurücklegen. Denn das damalige Fickeisen ist heute bekannt als Bügeleisen. Denn hierbei geht es lediglich um ein Eisen, was sich hin und her bewegte und über die Wäsche fickte. Und deswegen hieß es Fickeisen von sich hin und her bewegen. Es ist also nicht, was ihr wieder meint und was man irgendwo im Beate-Use-Shop kaufen kann. Und auch noch schön, der sogenannte Fick war im Niederdeutschen ein Behälter oder eine Tasche. Jo, schau mal, Keule, ich hab einen neuen Fick, der swaggt voll rum, YOLO. Oh, ich bin fick und fertig. Bei vielen Seefahrern war das Ficken eines Kameraden oder Mitmatrosen damit gemeint, dass man ihnen einen Streich spielt, ihn sozusagen ärgert oder neckt. Hierbei leitet sich aus dem sogenannten Foppen oder Fuchsen ab, also jemand einen Streich spielen, jemanden veralbern oder verarschen, würde man heute sagen. Nun kommen wir wirklich zu der absolut skurrilsten Sache dieses Videos, Kinderficken. Ja, ihr habt richtig gehört. In vielen literarischen Werken aus dem frühen 20. Jahrhundert findet man Phrasen wie die Kinder wurden oft gefickt. Mein Vater war ein harter Mann. Er fickte mich und meine Geschwister jeden Abend. Ruhig, ruhig, ruhig. Denn was sich hinter diesen Aussagen verbirgt, ist eigentlich nur das Schlagen von Kindern mittels einer Rute oder Stöcken oder Weidenstäben. Denn das wurde früher als Ficken bezeichnet. Also wenn man eine richtige Tracht Prügel auf den Arsch bekommen hat mit so einem scheiß Rohrstock oder sowas, dann wurde man halt gerade gefickt. Ich bin fick und fertig. Und warum denken wir, wenn wir sowas hören oder lesen, schon wieder so zweigleisig darüber, ist natürlich klar, das Wort Ficken hat für uns heutzutage eine ganz andere Bedeutung als für die Leute damals im frühen 19. Jahrhundert. Also habe ich es jetzt mal wieder entschärft. Es ging tatsächlich darum, dass Kinder damals zur Strafe mit Stöcken oder Ruten geschlagen worden sind. Aber heute sind wir ja mal wieder so vulgär, also nehmen wir einfach das Wort Ficken, schmeißen es wieder in die Schublade rein und jeder weiß, es geht hier um Geschlechtsverkehr. Mal wieder sehr interessant der Ursprung dieses Wortes, aber ich finde auch ganz skurril, wie früher die Zusammenhänge zwischen diesen Wörtern waren, was heute überhaupt nicht mehr anwendbar ist. Heute in der Jugendsprache ist das Wort Ficken nicht mehr unbedingt nur mit Koitus verbunden, sondern es kann auch sowas heißen wie, der hat mich voll verarscht, zum Beispiel wenn man sagt, boah, der hat mich gerade voll gefickt. Man kann dadurch aber auch sein Erstaunen äußern oder, wenn etwas zu schwer ist für einen oder zu kompliziert, dann sagt man sehr oft, boah, das fickt mich gerade voll. Oder der noch schönere Ausspruch wäre, boah, das fickt total meinen Kopf. Also mal wieder ein ganz normales Wort genommen, ist komplett zwecksentfremdet, aber so sind wir halt, ne? Ich hoffe sehr, dass euch die Fuck You-Folge wieder gefallen hat. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. In diesem Sinne, Fuck You too. Wir sehen uns nächsten Sonntag mit einer neuen Folge. Bis dahin, seid nicht beleidigt und cheerio! Weltheim-TV! So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen mal wieder. Hier kommt ihr nochmal zum letzten Backstage oder zum letzten Fuck You oder wahlweise zu beidem. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und das Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, I'm out und cheerio, macht's gut, euer Benny Talent.